Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu einer neuen Aufnahmesession von Alan Wake. Ich muss mal sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Das ist schon doch ein paar Tage her, wo wir das gespielt haben. Ja, und ich wollte das jetzt einfach mal wieder weiter aufnehmen, weil ich gerade ein bisschen Zeit habe und dachte mir, na komm, nehmen wir mal Alan Wake auf. Wir müssen da auch irgendwann weiterkommen. Spielladen, Steam Cloud, okay. Sie können Ihre Waffe schnell nachladen, indem Sie R drücken. Okay, wir sind hier irgendwo im Wald. Ah ja, ich erinnere mich. Hier waren überall die Fallen und jetzt kommen auch gleich die ganzen Gegner. Meine Maus spinnt gerade. Toll. Ja, viel besser. Munition haben wir ein bisschen bei. Wie war denn das mit dem Schießen? Das war einfach. Ah ja, gut. Und so macht man dann auch mit dem Licht. Okay. Hier kamen jetzt auf jeden Fall die ganzen Gegner. Ich erinnere mich dran. Hier waren überall diese Fallen. Da konnte man ein bisschen schneller laufen. Okay. Und wir probieren jetzt einfach mal durchzulaufen. Beim letzten Mal sind wir hier voll dämlich gestorben. Wir haben schon wieder keine Ausdauer. Toll. Ah, das klappt wohl nicht hier so. Oh, das klappt überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Warte. Wartet doch mal bitte. Nochmal warten bitte. So. Laden wir erstmal die Waffe nach. Wir haben jetzt gerade Ruhe. Nicht wirklich irgendwas hörig. Da. Ah ja, gut. Laufen wir mal weiter. In der Hoffnung, wir schaffen es. Ein bisschen durch. So. Oh, hört doch mal auf hier. Ah, wir müssen auch noch die Batterien nachladen. Klasse. Warte. Warte, danke. Und noch einen war. Ich glaube, wir sind gleich tot. Das klappt nicht mit dem Durchlaufen. Okay. Ganz ruhig. Wir können nicht weiter nachladen. Wir haben auch nur die Waffe. Okay. Und viermal Batterien. Muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ist schwer. Jetzt haben wir hier eine Tasse. Ich werde das auf jeden Fall komplett hintereinander weg aufnehmen, weil ja, ich weiß nicht, wann ich hier Pausen machen kann und wann nicht und wie wir am besten durchkommen oder was ich rausschneide am Ende, weil wir überhaupt nicht durchkommen. So, ich sehe, hinter uns sind welche und sie schmeißen uns auch gleich an. Irgendwo habe ich eine Errungenschaft gerade bekommen. Ah. Mann. Alter. Ihr stresst aber richtig. Ich bin schon wieder gleich tot. Und hier nur drei Schuss ist auch scheiße. Aber. Alter. Was sollten alle machen, bitte? Du schießt doch den mal ab da. Warte. So, erhol dich mal wieder ein bisschen. Da kommt schon wieder der nächste. Der hätte erstmal nachladen sollen, wa? Alter, wie viel kommen denn hier? Oh, das ist zu viel. Es ist echt zu viel. Ach so, jetzt kann ich so wechseln. Schön. Da ich das auch mal rauskriege. Aber haben wir denn so beschissen wenig Waffen? Wenn ich die anlocke und hierher bringe? Hier bin ich ja ein bisschen geschützter. Warte mal, machen wir mal. Und der eine kommt ja direkt von hinten, ne?
Kann man vielleicht sogar auf den Turm hier rauf? Können wir nicht, wa? Nee. Wir haben auch nicht allzu viel Munition. Oh, das war Glück. Ernsthaft. Daneben. So, theoretisch bin ich da hier im Clip. Das bringt mir aber auch nichts. Da hinten haben wir einen. Wir sind natürlich viel zu weit weg. Bloß erstmal nachladen. Machen wir es halt mal ein bisschen langsamer. Wir gehen das jetzt mal ganz langsam an, strategisch, obwohl ich habe das Gefühl, meine Munition wird nie reichen dafür. Warte mal, das sind doch die Leuchtfackeln hier, oder? Profi. Wo kommt er her? Von der Seite. Und immer so dicht. Es trifft mich sofort einer. Man hat doch hier keine Chance, ey. Ja, ich bin schon so gut wie tot. Ey, wie soll man denn da durchkommen? Verdammt nochmal. Wir haben nicht die Kondition zur Farm gehen. Ja, das ist super. Wir haben nicht die Kondition, die erscheinen direkt bei uns. Nochmal nachdenken. Die erscheinen sofort bei uns. Wir haben kaum Munition. Wir haben im Grunde keine Taschenlampe, wir haben keine Kondition, wir haben ja nichts. Wie kommen wir denn jetzt weiter? Ich weiß es echt nicht. Eigentlich bleibt ja nur durchlaufen. Da ist er gespawnt, ich hab ihn gesehen. Und da schmeißt schon der nächste. Wir schaffen das da nie hier durch. Könnten wir nachladen so zwischendurch? Sag mal. Da oben ist die Farm. Super getroffen. Da oben müssen wir hin. Haben wir das jetzt geschafft hier tatsächlich? Oh, komm, hier ist das Licht. Ich sah das Auto, aber keine Spur vom Fahrer. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Ey. Ja, okay, wir müssen zum Auto wahrscheinlich. Gut. Es könnte hier auf jeden Fall Ruhe sein. Ach komm, hier soll ja keiner sein. Barry! Ah, man kommt hier nicht richtig rum.
Warum hat der jetzt gerade sich gedreht? Ich kenne sie. Sie waren neulich im Gefängnis. Ich war wieder bei der Farm. Wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von echt guten Film. Wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Kann man denen noch irgendwie helfen? Nee, ne? So, er ist wohl tot. Wir sollen das Haus untersuchen. Mich nervt die Maussteuerung, ganz ehrlich. Da haben wir ein Buch. Kann man nicht nehmen, schade. Hier sieht man auch nichts weiter. Wir müssen wahrscheinlich noch in die andere Tür rein. Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin wie jeder andere Akteur an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Warum kannst du uns nicht unsterblich schreiben, bitte? Das wäre viel schöner irgendwie. Würde mir besser gefallen. So, wir haben doch jetzt die Hütte im Grunde untersucht. Da erwartet uns jetzt noch was Tolles unten. Hier können wir nichts mehr machen. Wir schreiben uns selber eine Geschichte und wir sind im Grunde so ein bewegungsunfähiger Vogel. Hätte er uns nicht Superkräfte schreiben können oder sowas? Oh, hier ist ein Tipp. Superkräfte uns geben hätte können, wäre das nicht viel schöner gewesen? Hier ist nochmal Munition oder sowas, was? Schrotflinten, Munition, sehr schön. Da haben wir noch eine Thermoskanne. Den können wir gleich mitnehmen. So, wir haben theoretisch das Haus jetzt untersucht. Wir waren überall. Hat das jetzt hier durchs Fenster geflogen? Oh, der ist stark. Lassen Sie mich raten, Danny, hä? War eigentlich egal, wer das war. Der war sehr stark. Die Vordertür war verschlossen. Okay, das ist sehr interessant. Vordertür ist verschlossen. Wir müssen wahrscheinlich das Fenster durch. Ah, könnte es jetzt nicht mal wieder Tag werden irgendwie? So, kann man hier noch durch? Nein. Und hier war auch keine Tür mehr, ne? Nee. Also es bleibt uns nur das Fenster. Das kaputte Fenster war mein Ausgang. Ach, nee. Okay. Und dann wahrscheinlich ins Auto rein, wa? Die Farm war immer noch ein gutes Stück entfernt. Ich brauchte ein Auto, um schnell hinzukommen.